So, guten Tag, moin moin, herzlich willkommen, liebe Leute, neue Runde, LS22, nordfriesischer Marsch. Heute so ein bisschen im Zeichen vom Goku Brota Pack. Der ein oder andere wird sich das ja von euch vielleicht gegönnt haben. Und wir haben netterweise einfach nur so von Kubota ein Package gekriegt, völlig unerwartet. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, schöne Grüße an Giants, mein Silberbutton kommt, ne? Aber nein, das war nicht mein Silberbutton, das war ein Pack von Kubota. Aber auch gut. Und zwar, was war da Schönes drin? Kubota Cappy. Also, mal gucken, vielleicht geht das auch noch mal irgendwann in die Verlosung. Ich glaube, unser Sohn hat die John Deere Mütze, die eine gekriegt aus dem Farming Pack. Ich glaube, vielleicht gibt es auch jemand, der sich über so eine Kubota Mütze freuen würde. Dann ist er mit drin. Ja, Shelly läuft in Zukunft mit der Kubota Mütze rum. Ein Kubota Energy Drink. Start your engine. Kubota. For Earth for Life. Fürs Erde, fürs Leben. Ja. Einmal ein Getränk. Muss man wahrscheinlich kalt genießen. Dann, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was das alles drin ist. Start your engine nochmal. Landwirtschaftssimulator. Einfach eine, ja, Information von wegen hier. Kubota. Wir schicken dir so ein Kubota Pack zu. Vielen Dank dafür natürlich an Kubota. Kubota DLC. Falls ihr es noch nicht haben solltet, ne, hört euch über unseren Link. Danke für Support. Und irgendwie so eine, was ist das, ein Buch, ne? Die Kubota Geschichte? Oder was war das noch? Ja. Also wir können Geschichtsstunde machen. 130 Jahre Kubota. Also ich finde es cool, dass wir sowas machen. Und das dann einige rausschicken. Das ist mal was anderes. Habe ich von John Deere oder so oder von Klaas oder wem auch immer noch nie gesehen. Haben sie wahrscheinlich auch nicht nötig. Kubota ist da ein bisschen der kleinere Hersteller, würde ich behaupten. Gegründet, ja, keine Ahnung. Müsste man jetzt zurückgucken. Auf jeden Fall steht hier was von 1900. Ziemlich, ziemlich alt. Und einmal ein Kubota-Pack LS22 kann Kelly dann nutzen. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Kubota-Pack. Wie gesagt, sehr nice, sehr nett, dass die sowas verschickt haben. So. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Bahnromantiker, die Videos von unterwegs mit Fett und Shelly habe ich genossen, die Streams dementsprechend. Ne, war mal eine ganz andere Geschichte und konnten wir ja entspannt machen, da die Kids ja logischerweise bei Oma und Opa waren und da nicht die ganze Zeit sich in den Stream gedrängelt hätten. Ja, die Schlauchgeschichten, also ich sagte schon, die Schlauchgeschichten kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt Felder direkt um die Biogasanlage herum bearbeite, man da einen relativ leichten Schlauch hinlegt und den Schlauch einfach liegen lässt und dann liegt er da eben. Ne? Und ansonsten bin ich ja auch nicht ganz so dieser friemelige Freund im LS, also mal schauen. Danke dir für den 6. Monat mit Prime Sub, vielen Dank. Karlsteige möchte gerne Igel im Garten begrüßen. Ja, wir haben einige Igel auf der Straße gesehen. Die begrüßt man aber nicht mehr. Ja, echt viele. Also waren echt, ne? Echt viele. Das gibt's als CD. Jo. Das Kubota Cap kannst du von hinten schenken, aus Gründen. Muss ich mal in seinen Livestream reinschreiben. Aus Gründen. Ja, schöne Idee. Aktuell ist aber nicht live, ne? Naja, schon Feierabend, wahrscheinlich nichts zu tun heute, ich weiß es nicht. Ja, was, er mag Kubota oder nicht so? Gründen. Aber es wird er dann im Zweifel erklären. Guter Hinweis. Ey, man hat köstlich amüsiert auf Hin- und Rückfahrt. Wir sind auch ganz entspannt gefahren. So. Feld ist fertig gepflügt. Die Arbeit ist auch erledigt. Arbeit beendet. Feierabend. So, was war mit der Walzentextur? Warum ist die nicht gut? Also einige waren jetzt, die gesagt haben, das ist diese neue, ne, flache, also die wirklich glatt gewalzte Textur, oder was meint ihr? Die man eigentlich nach der Saat macht, ne? Oder welche, oder zu glatt, zu
Ja, ich glaube, das Ganze reparieren wir einmal schnell. Der Flug geht eigentlich noch, aber der Träger kann auch noch einen Schluck Diesel kriegen. Die Preise müssen eigentlich wieder gesenkt werden aktuell, ne? Und Dieselpreise sind ja doch echt einen ganzen Schwung günstiger geworden. Schreibe ich mir noch mal auf, nächste Marschversion Dieselpreis ca. 1,80 oder so, ne? Oder 1,90, aber nicht mehr 2,20. Es kommt mir ganz gelegen, denn oben steht ja bei mir, bei sind 3 oder 4 Produktionen, da steht Diesel-Einkäufe an. Bietet sich natürlich dann an, für die nächste Version den Preis wieder an die aktuelle Gegebenheit anzupassen. Sparen wir ja doch, wenn wir 200.000 Liter Diesel tanken müssen, sparen wir 60.000 oder so. Das ist ja nicht ganz ohne. Bahnromantiker hat ja auch die Kinder gut vertreten, genau. Wie weit ist es noch? Wann sind wir da? Muss mal, oder was war das, ne? Sieht nicht schön aus, echt nicht. Warum denn nicht? So, halt. Ja, auch nicht. Die andere ist aber halt, wenn man so rüberweizt, das muss ja irgendwie ein bisschen glatt aussehen. Ups. An der Ecke hängen geblieben. Dort war ganz lustig im Livestream und ne, was auch nachher noch da auf der Aussichtsplattform. Die kleine Fahrt nach Nordfriesland zum Ende hin. Im Livestream, wo wir dann nochmal gezeigt haben, nach dem Motto, welche ungefähr, ja, wo man herkommt. Welche Landschaft wir hier überhaupt spielen, wer es auch mit dem Deich war, wo wir drauf gefahren sind und rundherum die Felder. Die Halle kleiner geworden irgendwie? Oder ist der größer geworden? Ja, draußen Feuerwehr, brennt ein Drescher. Also bis gerade eben habe ich noch Drescher in der Gegend gehört, jetzt höre ich Feuerwehr. Nicht das beste Zeichen, ne? Marsch, echt, genau. Die echte NF Marsch. So, die haben Feierabend. Habe ich jetzt noch irgendeine Arbeit vergessen, liebe Leute, die wir noch machen wollten? Weiß da einer was? Man hört auch noch Flasche draußen. 7 wird noch Steine gesammelt. 10 und 9 haben wir. Wir werden mal Precision Farm noch mal reingucken, wegen pH-Wert. Hier oben ist komisch, ne? Danke an Bahnromantiker für 5 Euro. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für den Support. Gibt ja wenigstens noch Wasser zum Löschen, das stimmt. Obwohl ich hörte, in Hannover darf man jetzt in Schwimmbädern und Freibädern kann man nicht mehr warm duschen. Ne? Und auch in Umkleidekabinen im Sportbereich. Alles kalt. Gibt kein warmes Wasser mehr. Oma, danke dir für 100 Bits. Vielen Dank für Support. Du kannst nur kalt duschen. Nach dem Schwimmbad, vor dem Schwimmbad. Weil, ne? Sparen. Sparen, sparen, sparen. Der andere, ne? Shelly sagt, da geht doch gar keiner mehr dahin. Ja, dann, das Problem ist wahrscheinlich, keiner duscht mehr, bevor er ins Wasser geht. Und auch nicht nachdem er aus dem Wasser geht, sondern fährt dann erst nach Hause und duscht da warm. Oder gar nicht. Weil ich schon dachte, ach, Wasser bin ich ja schon sauber geworden. So, vielen Dank APL auch für 300 Bits. Danke für euren Support. Habt ihr, also musste ich noch irgendwas machen? Habt ihr noch irgendwie, nö, ne? Also bei dem bin ich gespannt, wenn der einmal voll wird, ob er uns die Steine wegfährt, ne? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Walzentextur muss ich mir nochmal angucken, denn was da nicht so schnieke ist. Ich finde schon, dass es schöner ist, wenn sich das ein bisschen absetzt, weil wenn man mit so einer Walze rüberfährt, muss es ja irgendwie platt sein.
Also eigentlich die vorhandene Textur nur nicht ganz so huppelig. Ich werde es mir nochmal angucken. Ja, wollte ich noch irgendwas verkaufen jetzt November 2? Nö, ne? Lohnt nicht. Können wir lieber durchspulen. Glaube auch, da ist sonst auch nicht. Ja, wie gesagt, Dünger. Oder sollen wir den Dünger, den wir jetzt Stand jetzt übrig haben, einmal dem kleineren Fendt. Nicht viel, ne? Aber ich glaube 20.000, 30.000 haben wir. Bringen wir einmal rüber zu der Obstplantage, dann kann da über Nacht zumindest bis zum nächsten Tag ein bisschen mehr Obst produziert werden. APL 193 donated 1200 Bits. Winter im Hallenbad ohne warme Dusche kann man doch vergessen. Ja. Also kalt duschen geht auch. Einmal schnell runter, schnell wieder weg. War wirklich nur noch einmal ganz kurz mal so antesten. Ah, nee. Also mit den, ich meine, wir Erwachsene kriegen das ja kurz hin, aber für die Kinder, das geht nicht, ne? Also wenn ich jetzt unsere Vorstellung, unsere 2,5-jährige Tochter oder unser 5-jähriger Sohn sollten da komplett kalt duschen, ne, das wird gar nicht gehen, das geht nicht. So, Gerd, danke noch für 234 Bits und APL, vielen Dank für 1200 Bits, nochmal ein dickes Paket. Achim natürlich auch, vielen Dank für 900 Bits. Danke, liebe Leute, APL eben auch, ne? Danke, danke. Also Shelly möchte auch nicht kalt duschen, sagt sie gerade. So. Wird einem auch teilweise geraten, nur noch jeden zweiten Tag zu duschen, um Wasser zu sparen. Geht's noch? Ja, also Shelly duscht eh nur alle 4 Tage. Spaß. Ja, bei den Kindern machen wir das so nach dem Motto. Die duschen nicht jeden Tag, aber es muss auch bei kleinen Kindern nicht sein. Ich selbst könnte es nicht, also würde ich morgens nicht hochkommen, so ungefähr. Ich dusche jeden Morgen. Ich dusche jeden Morgen. Sonst wäre ich gar nicht wach. Keine Chance. Und dafür mache ich zwischendurch manchmal das Wasser aus. Manchmal. Die Woke-Up-Dusche, sagt Mitz Max. Ja, die brauche ich auf jeden Fall. Das ist immer das erste Mal aus. APL will alleine hier den Hype-Train rocken. Danke dir erstmal für das dicke Bit-Paket gerade eben. Und jetzt noch einfach mal 10 Abos an die Community. APL, vielen Dank fürs krasse Gönn hier auf dem Kanal. Insgesamt schon 382 Mal Subs verschenkt. Vielen herzlichen Dank. Und die Eiffel Power wünsche ich jetzt noch ein Emoji. Eine kalte Dusche morgens. Oh, das aber auch. Nee. Aber Shelly duscht wesentlich wärmer. Also das ist, da dampft das die ganze Zeit. Das ist eigentlich Dampfdusche da. Ich nicht. Danke, APL. Auch im Namen natürlich aller, die gerade von dir gegönnt vom haben. Shorty BVB ist mit dabei, lese ich gerade oben. BVB ist schon mal sehr gut. Morgen Abend, ne? Morgen Abend DFB-Pokal. Dortmund 1860 München. Drittligist mittlerweile. Ich kann mich noch erinnern, als ich mal ein bisschen jünger war, war 1860 Erstliga, ne? Ich habe noch Fußball-Sammelkarten davon. Mittlerweile dritte Liga und man muss ja sagen, das kann ja wieder fast nur schief gehen, ne? Also ich bin echt gespannt. Aber ich hoffe, mit Trainer und der richtigen Einstellung, richtige Aufstellung, ja, kommen wir eine Runde weiter. Müsste ja morgen Abend sein, wenn ich das richtig. Morgen Fülle von 9 oder so, glaube ich. Und nur Emote-Chats. Ihr könnt Emotes reinhämmern. Emotes. Ja, Gerd war der Meinung, nur heute kurz Emotes. In Holland ticken die Uhren anders, oder wie war das? So, teile ich das jetzt auf. Also dann kriegt jeder 7. Oh, tolle Anhänger dafür. Schon ein bisschen mehr als 7. Aber dann haben wir bei allen ein bisschen mehr Obst. Das kommt uns ja zugute, ne? Es werden hier nur die Emote-Chats rausgehauen die ganze Zeit.
Also haut mal raus, liebe Leute. Shelly macht die Emotes für uns, weil sie sowieso gerade guckt und nicht moddet. Fertig. Schönes Muster. Ja, und gestern Abend war in der WhatsApp-Gruppe auch noch Fußballparty, was die Frauenmannschaft anging. Ne? Ist ja auch in Ordnung, finde ich. Ich meine, gerade bei sowas, große Fußballereignisse, egal jetzt ob Männer oder Frauen, da auch völlig in Ordnung, wenn man in der WhatsApp-Gruppe da mal ein bisschen über das Ergebnis schreibt oder ein Stück weit eben auch mitfiebert. Aber wenn man so alleine dann vielleicht zu Hause sitzt und denkt, jemand in der WhatsApp-Gruppe vielleicht zu dem Thema am Start und jo, war jemand am Start und passt. Coole Bilder auch nochmal von Klaus. Ich weiß gar nicht, ich habe von Klaus nichts mehr gelesen, aber irgendwie stand das SEK neben seiner Tür so ungefähr. Fotos aus seinem Fenster, wie die SEK fotografiert hat, ne? Sondereinsatzkommando. Er weiß nicht, was. So, sah aber so aus, als wenn sie zu seinen Nachbarn wollten und nicht zu ihm. Aber ich weiß nicht, ob das so gut kommt, wenn man die fotografiert. Ja. Ne? So genau mit ranzoomen und Gesicht erkennen und so. Schönes Ding. Ja, und der Sachse, ne? Der Sachse hat schöne Drescher-Fotos reingepostet. Aber gut, Drescher-Fotos kenne ich jetzt auch. Aber interessant auch vor allen Dingen der John Deere. Das ist 8R. Nee, wer ist der 9X, ne? 9X. Einer der großen Raupenketten-Schlepper, der irgendwelche riesen Krupper über die Felder zieht. Auch sehr beeindruckend. Schöne Fotos. Schöne Fotos. Gerd ist jetzt für Deutschland, weil Holland raus ist. Okay. Danke, Gerd. Nicht so der richtige nur im Mode-Chat hier, ne? Aber. Ich glaube aber, die Engländerin sind es, ne? Und die sind auch nicht zu unterschätzen. Ja, mir ist mal so ein Gerät entgegengekommen, im Osten eben auch, wo ich in Wismar war und auf dem Nachhauseweg dann irgendwo über die Landstraßen gefahren. Weiß gar nicht, genau, ich fuhr mir vor ein Hexenabfahrer, meine ich, war das. Ich dachte schon, warum fährt der so weit zur Seite? Und dann kommt von vorne noch so ein riesen John Deere Ungetüm, auch mit Grubber, glaube ich, war es einfach dran, schon krass. Danke, 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 danke. Jetzt nochmal nur Emote-Chat, Leute. Also alles raus, was ihr habt. Shelly würde sagen Herzen, oder wie? So. Und die macht immer so schöne abwechslungsreiche Muster. Fertig? Ein bisschen mehr auch, nicht zu sparsam immer. Aber schon nach Wald aussehen. Shelly macht Wald. Ja, jetzt fängt sie an, Kindergartenlieder zu singen. Haben wir da oben Sägewerk, Holz, Fischer braucht Diesel. Und nix, Diesel, Diesel, Diesel. Ja, das sollten wir dann nicht mehr zwingend heute machen. Oh, und der Fermenter braucht auch bald wieder Siliermittel. Aber es sind noch 2 Tage. Noch ein bisschen hin. Ja, kein LTE. Ja, wir waren erstaunt tatsächlich über das doch recht gute Internet, ne? Während der ganzen Fahrt, wo Shelly gestreamt hatte, 5-6 Stunden waren es. Ich meine, ich habe mir jetzt diese Aufnahme nochmal angeguckt, zwischendurch war schon ein bisschen kriselig und nicht so richtig gute Bildqualität jetzt in dem Twitch-Livestream. Aber trotzdem insgesamt für die Technik, die wir mit hatten, zwischendurch war der Sound auch nicht optimal, aber klar, das ist einfach nur so das Handy gehalten und reingesprochen und zwischendurch ja auch den Fass, den Verkehrslärm drauf. Schöner Stern von G-Hawk da. Blink, blink, blink. Ne? Blink, blink, blink. Vielen, vielen Dank auch nochmal für den Support. Lampe hängt hier wieder ein bisschen im Sichtbereich. Kannst du ihn ja fragen. Shelly fragt sich, was macht er denn da mit der Gurke? Man weiß es nicht. Ich glaube, wir können die Nacht mal wegspulen. Machen wir so ein bisschen jetzt zwischen den Folgen. Also eigentlich ist ja nicht viel zu erwarten. Es wird wieder Geld abgebucht. Also die 131.000 werden wir heute Nacht nicht mehr haben.
Da können wir uns sicher sein. Aktuelle neue Düngermission gibt es nicht. Getreide, das haben wir eh in der Menge nicht am Start. Die Beinpressmission, wenn man die rausnimmt, sieht die Liste wesentlich entspannter aus. Ich lasse sie aber mal drin und vielleicht am nächsten Morgen gucken wir mal, ob wir die Liste einmal löschen und wieder neu generieren lassen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie eine Flug oder was auch immer. Vielleicht machen wir doch eine Gruppermission. Wir müssen mal schauen. Von daher, ich sage schon mal, vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause auf Twitch, gleich jetzt nochmal weiter. Vielen Dank auf YouTube. Bis zum nächsten Mal und tschüss.